Ja, heute ist ja Mittwoch. Heute haben sie ab 15 Uhr trainiert. Jetzt bin ich mal gespannt, wie das in Essen wird, an der Hafenstraße. Wird nicht einfach, ein Drittligist. Hafenstraße war immer schwierig, das wie der kleine... sauber, das ist so langsam, macht er hier noch wenig Spaß. Und dann ist das Training auch zu Ende. Ja, aber in der Hafenstraße ist wieder der Sohn von Richard Goltz ein Tor. Wird schwer, aber das sollte machbar sein, aber ich bin vorsichtig. Aber wie gesagt, Pokal, wie gesagt, das ist eine Floskel, hat einige Gesetze. Aber ich bin immer optimistisch, das wisst ihr in meinem hohen Alter. Und gut trainiert haben sie heute auch. Und das Erfreuliche ist, Emanuel ist dabei. Und alle, die so ein bisschen gefährdet waren, sind alle dabei, bis auf Schonlau und sein Michael aus Frankreich. Die beiden waren nicht dabei. Aber bei Schonlau sieht das auch gut aus. Aber ich weiß nicht, ob er ihn im Pokal bringen soll oder kann. Da muss man abwarten. Aber auf sicher ist er so, das haben wir in Karlsruhe wieder gesehen, da muss Ordnung rein in die Abwehr. Wenn da keine Ordnung reinkommt, dann kannst du noch so viele gute Spieler holen. Aber die Ordnung muss stimmen und die kommt von unseren Bascho rein und nichts anderes. Nicht? Also auch wenn er nicht ganz so schnell ist jetzt wieder, weil er sich erstmal wieder eintrainieren muss. Aber Bascho bringt eine Ruhe rein. Und das würde ich euch sagen, dieses Tor, das erste, was da gefallen ist in Karlsruhe, das wäre auf sich gar nicht gefallen bei Bascho. Man muss irgendwann nur nach dem Ball gucken und sehen, wo die Gegenspieler sind. So davon kleine Eindrücke vom Training. Alles klar, hau rein ins Tango. Und dann würde ich euch sagen, was hier los ist. Das hat HIWC nicht an Zuschauer und auch die Regionalliga nicht. Alles klar, tschüssi, nur der HSV.